Ich erwarte nicht, dass sie sich mit etwas derart Spezifischem auskennt, aber vielleicht kann sie euch einen Schubs in die richtige Richtung geben, mit der ihr dann weiter recherchieren könnt. Ich denke, ein Besuch im Sinnetempel wäre auch keine schlechte Idee. Dort lagern alte Schriften, sehr alte Schriften. Und dann solltet ihr in den Hesinde-Tempel gehen. Ich werde in der Akademie vorbeischauen. Und dann können wir mit Nitya sprechen. Ja, warum nicht? Ich bin einige Konsultationen durchführen müssen. Ach, und Serpentilio, vielleicht könnt ihr Kanitiana ausfindig machen, wo es uns versagt bleibt. Oh, ich werde zumindest sein Domizil aufsuchen. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich habe zu tun. Ich schieb meinen Teller jetzt vor mir und wurde mal aus der Kabine rausgestürmt und in meine Kabine zurück und alles das niederschreiben, was ich noch in Erinnerung habe. Ich glaube, sehr viel. Alles. Okay, dann könnt ihr die Schriften anfertigen, beziehungsweise dabei zusehen, wie ihr in den Kuntioma Hafen einlauft. Trotz der Jahreszeit ist es hier milde warm, es liegt also kein Schnee, aber auch hier ist die Suppe, das blutige Meer, durchaus von den neuen Entstellungen betroffen, sodass es dann ja leicht sapschig, schlierig vor euch liegt. Ulamin steht mit Rafim an der Reling und sagt, die Röcker beschweren sich, weil sie die Aufgaben der Schiffsjungen übernehmen müssen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so schlimm ist, wie sie behaupten, aber ja, wir haben diesen Dreck tatsächlich auf dem Deck. Ja, ich befürchte, wir haben größere Probleme als das. Ja. Ich weiß auch nicht, ob es angemessen ist, 20 Leute mehr anzuheuern, wie sie es gerne hätten, aber nur damit du weißt, dass sie unzufrieden sind. Ja, ich habe leider gerade wirklich größere Probleme. Ich werde mich nun in den Tempel zurückziehen, falls ihr mich dort sucht. Braucht ihr mich für irgendwas? Nichts, was wichtiger wäre, als dass du herausfindest, was mit deiner Verbindung zu Chor ist. Wunderbar. Viel Erfolg, was auch immer ihr hier vorhabt. Danke. Ich hoffe, du findest eine Antwort. Naja, macht euch keine Sorgen. Ich kehre entweder mit einer Antwort zurück oder gar nicht. Das ist mein Chorgeweihter. Ja, entschuldigt mich. Mit diesen Worten würde ich, sobald auch die Planke runtergeht, erst Mira vom Schiff führen und dann auf Mira reiten, soweit möglich mich zum Chortempel begeben. Also ich jage auch Leute aus meinem Weg. Ja, ihr habt ja einen eigenen Anlegesteg. Ihr habt ja euer eigenes Kontor, was ihr euch erspielt habt. Und ihr könnt dann auch erkennen, wie dann alte Helden dabei sind. Borgwom, der euch dann noch zunickt und der dann auch nicht widerspricht, wenn du mit Mira dann an ihm vorbeireitest. Der geht dann auch an der Reling nach oben und schaut sich um. Kapitana? Borgwom, schön, dich wiederzusehen. Ja, ja, ich hatte noch gar nicht damit gerechnet, dass ihr jemals wiederkommt. Schon relativ öde ohne euch, möchte ich hier sagen. Aber folgendes Problem, wir haben kein Wasser. Also ganz Kuntium hat kein Wasser. Oder sehr wenig. Es reicht zumindest nicht. Die brockige Brühe hier im Seehafen und im Fischerhafen, die könnt ihr ja sehen, aber der tiefe Manadi und auch der grüne Manadi haben wohl seit einiger Zeit Probleme mit Gift. Wir müssen das Wasser also von weit draußen beschaffen. Wollte ich nur gesagt haben, die Stimmung ist gereizt. Das ist übel. Wir werden uns wohl mit unseren Vorräten beziehungsweise mit unseren Geweihten behelfen können. Aber nun ja, das lässt nichts Gutes ahnen, was die Lage in der Stadt angeht. Das ist ein bisschen so wie, na, wir haben die Gerüchte auch schon von anderen Städten gehört. Jetzt in letzter Zeit trauen sich viele Seeleute auch nicht mehr auf die hohe See, aber andere Häfen haben wohl den Gerüchten zur Nacht das gleiche Problem.
Also ja, vor allem nach Norden raus. Um wir haben es in Pericum gesehen. Dort war ein Dämon die Ursache. Aber sie haben hier die Dracheneierakademie. Sie werden der Sache sicher nachgegangen sein. Ja, bestimmt. Da kommt aber noch nicht so viel bei uns an. Also, ich wollte nur sagen, das Wasser ist knapp und die Stimmung ist gereizt. Vielleicht hakst du einmal nach, Boltax, wenn du sowieso dort bist. Ja, das werde ich machen. Ich werde Schnabel mir gleich satteln lassen und mich dann auf den Weg machen. Ja, dann herzlich willkommen in Kunchum, wenn man das so sagen kann. Immer wieder schön hier zu sein. Genau. Und so könntet ihr euch trennen, wenn ihr denn möchtet. Aber Fiem hat zumindest ein Ziel und dann ziehe ich dich schon mal. Ich muss gerade gucken, haben wir Token? Ne, haben wir nicht. Dann hole ich euch einmal von der Avianda rüber. Ihre hat ein Token, das sind alle Token, die wir brauchen. 1, 2, 3. 3 Stück. Abel mir fehlt noch. Steuerung C und Midas ist der falsche. Wer fehlt denn noch? Boltax, oder? Ja. Boltax habe ich. Wo ist denn Zulamin? Kredite? Ah, oben auf dem. Ah, da ist sie. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Und Ronga läuft irgendwo hinter euch dann sicherlich rum. Kunchum. Dann machen wir eure Token nochmal ein bisschen größer. Rafim geht nach Süden. Am Flusshafen vorbei zum Chortempel. Abelmir, wo möchtest du hin? Nachdem ich die Schiffsplanken verlassen habe, würde ich mich umgucken in der Sänfte und in die Sänfte einsteigen und diese anweisen, mich zum Hesindetempel zu bringen. Zum Hesindetempel, okay. Wollte Serpentilio da auch hin oder wolltest du zu Kanesetiana? Sehe ich aus, als würde ich in den Hesindetempel gehen und mit den Stümpern da reden? Okay. So, no, Kanesetiana. Kanesetiana, mhm. Dann machen wir die maximale Trennung. Boltax. Ja, ich lasse mich selbstverständlich von einem Führer mit Schnabel mir zur Drachenei-Akademie führen. Ich weiß ja auch, wo sie ist, aber ich möchte den Straßenjungen auch ein bisschen Geld in die Tüte werfen. Dann gehst du nach ganz Norden und Zulamin bleibt übrig. Ich gebe erstmal Habulgard den Auftrag, sich nach einem neuen Geschützmeister oder einer Geschützmeisterin umzusehen, ob wir da irgendwen Gutes kriegen können. Und ich frage Serpentilio, seid ihr sicher, dass ihr allein gehen wollt? Ich werde dir selbstverständlich einen Dukatengardistin mitnehmen. Weil ich habe gerade irgendwie nichts zu tun. Soll ich mit Serpentilio gehen? Du kannst mich auch begleiten, wenn du möchtest. Willst du bei Kanazitiana zu Hause nett empfangen werden oder in der Drachenei-Akademie kalt angeschaut, weil du nicht genug Geld da lässt? Deine Wahl. Ich lass da richtig viel Geld. Ja, aber nicht. Ich habe nicht gesagt wenig, ich habe gesagt nicht genug. Nee, ich gehe mit Serpentilio mit, weil die Sache ist irgendwie komisch und sie macht sich Sorgen. Vielleicht sitzt er da und hat den Tee schon für uns aufgesetzt und alles ist super nice und ich habe mich einfach nur vertan. Was sind die Chancen? 50-50 mindestens. Dann fangen wir ganz unten an im hohen Süden bei Rafim. Du kannst den Chortempel betreten, den Haus oder das Haus des Kodex. Und wenn du das tust, verstummen die sämtlichen Gespräche, der Kampflärm von irgendwelchen Söldnern und selbst der Hüter des Kodex auf seinem Thron aus Schädeln erhebt sich mit seiner großen Sense und verbeugt sich nicht, aber er deutet ein Nicken an. Ja, danke, Brüder, macht weiter. Und ich würde tatsächlich auf den größten Chorschrein zumarschieren. Vater, unsere Verbindung wird schwächer. Du spürst es mit Sicherheit auch. Da bleibt uns nur ein Weg. Und Rafim hat 9 Finger. Ihm fehlt ja bereits der linke kleine Finger an der linken Hand. Daraufhin würde ich meine Hand auf den... Ich nehme an, das ist so eine Art... Naja, ich weiß nicht, so eine Art Tisch legen, ein Messer ziehen und auf meiner rechten Hand den rechten kleinen Finger abtrennen.
Vater, Lot bringt uns zusammen. Lot macht uns stark. Und Rafim würde jetzt weiter anfangen, sich selber Wunden zuzufügen, bis er das Gefühl hat, Kor sieht ihn wieder, wie lange auch immer das nötig ist. Also du hast jetzt nur noch 8 Finger? Ja. Mhm. Du kannst sehen, wie wohl 2 Korge weiter an dich herantreten. Hey, Rafim. Ja. Hör mal kurz auf. Du hast die heilige Zahl 9 verletzt. Was soll der Scheiß? Glaubt mir. Ich brauche seinen Beistand bald dringender als wir alle. Und das Opfer ist das Einzige, was wir noch anbieten können. Bist du so verzweifelt geworden, Bruder? Ja. Ihr werdet es mit Sicherheit auch spüren. Auch in dieser Stadt. Die werden stärker auf der anderen Seite. Es hat sich etwas verändert, das stimmt. Selbst der Hüter sagt das. Auch wenn er nicht viel spricht, aber man kann es an seinem Gesicht ablesen, auch wenn man sein Gesicht nicht sieht. Aber es ist so ein Gefühl, es zieht uns nach Süden. Vor allem zieht es uns auf die See. Einige von uns sind schon aufgebrochen. Es sind aber nicht viele Seeleute da draußen. Nicht viele Schiffe, die bemannt werden. Aber es ist ein Gefühl, es hat sich fast verändert. Er ist nicht stärker oder schwächer, er ist einfach nur anders. Ich denke, er ist wütend, dass sie es wagen, sich zu erheben und wir noch nicht gehandelt haben. Wir müssen das ultimative Opfer bringen. Wir müssen den anderen zeigen, warum wir seine Sichel sind. Wir müssen den Schwachen klar machen, was wirkliche Stärke bedeutet. Also, entweder ihr schließt euch an und lasst euer Blut fließen, oder ihr setzt euch zurück in den Sand. Und mit diesen Worten würde ich mir mein Dolch in den rechten Arm rammen. Hm, kannst sehen, wie die beiden Korgeweihten das ein bisschen angucken. Würfel mal eine Überzeugenprobe. Ja. Gott sei Dank sind die genauso bescheuert wie ich. Wenn du da irgendeine Spezialisierung hast. Ich hätte nur Verhör Einzelgespräch, aber das ist es nicht. Ich hätte 16 Punkte über. Mhm. Du siehst, wie die zwei wohl ungefähr 2 Minuten neben dir stehen. Und dann siehst du, wie einer von den beiden, der eben nicht gesprochen hatte, sieht so ein bisschen eher aus wie ein Mystiker. Also nicht so schwer gewandelt, aber eher so ein schwarz und rotes, fast wie ein Bobradianer ist er gekleidet. Nimmt sich dann wohl selber so einen Kries, den er an seinem Gürtel hat, und schneidet sich dann über seine Augen. Über beide. Und ohne dass er zusammenbricht vor Schmerzen, kannst du dann sehen, wie das Blut aus seinen Augen herausläuft, wie sie sich direkt milchig weiß gefärbt haben. Und wenn er dann die Augen schließt und weiteres Blut hervorquellt, kannst du seinen starken Arm an deinem Arm spüren. Hör auf! Hör auf! Ja. Ich kann es sehen. Er packt mit seinem zweiten Arm deinen zweiten Arm. Ich sehe es. Wir müssen aufs Wasser. Er kommt. Er ist befreit. Aber wir. Es ist nicht Kor. Es ist der Krake. Es ist der Krake. Mit seinem neuen Namen. Er greift nach uns. Lass dich greifen. Jawohl, Bruder. Du musst dich einlassen. Lass dich drauf ein. Und reite auf ihm. Reite auf den Wellen. Reite auf Vautor. Und der Name hämmert in deinem Kopf. Auch wenn er ihn nur ein einziges Mal aussprichst, aber du hörst dieses Dumpfe wie in deinen Lungen vibrieren. Vautor. Vautor. Er wird mit uns sein. Sagt jedem Mann, der sich anschließen will und keine Angst hat zu sterben, dass man mich im Hafen findet. Wir machen es. Wir schließen uns den Wellen an
und reiten auf ihn. Kommt gegen in den Tod. In den Tod, Brüder. Und dann würde ich mit den Herren zusammen nochmal in eine Meditation verfallen. Vermutlich wir alle inzwischen stark blutend. Der Mystiker holt sich erstmal eine Augenbinde. Der ist jetzt blind. Sehr vernünftig. Wie viel Schaden habe ich mir denn selber zugefügt? Nur 3W6. Das Mauer. So, dann gehen wir einmal nach ganz oben zu Boltax in die Drachenei-Akademie. Vorbei an den Rittern des immerwährenden Kampfes kannst du in die Drachenei-Akademie vorbei reinstolpern, bis du dann irgendwann direkt vor Kadi und Okarim sitzt, auf einem gemütlichen Teppich, der vor dir ausgebreitet ist, Sitzsäcke, eine rauschende Pfeife, die vor dir blubbelt. Und das angenehme, ja, so ein paar Gewürzplätzchen, die da vor dir liegen. Und heißer Tee, der vor dir dampft. O Kadil Okarim, Meister der Weisheit, es ist mir eine Freude, euch wiederzusehen. O Boltax, Sohn des Großmuts, wie können wir euch helfen? Nun, zunächst einmal muss ich diese Gewürzplätzchen bewundern. Sie schmecken gar wunderbar. Ihr habt wirklich einen erlesenen Geschmack. Ja, ich würde ein paar Komplimente mit ihm austauschen. Das ganze Tulanische-Spiel. Genau, hin und her spielen. Ja, währenddessen wird dann wohl auch ein Bediener rote und weiße Kamele aufbauen, man kennt es. Genau, und bis ich dann halt irgendwann zum eigentlichen Grund meines Hierseins komme. Nun, es gibt dreierlei, weswegen ich euch untertänigst belästigen muss. Eine Sache wäre eine Nachforschung, die ich anzustellen habe, ob einer Vision, die mir zuteil geworden ist. Ein seltsames Phänomen, der grüne Mond. Und ich wollte eure Gunst erbitten, in der Bibliothek Nachforschungen anstellen zu können. Der grüne Mond. Das sagt mir nichts. Aber ihr könnt unsere Bibliothek benutzen, wenn ihr mögt. Für eine kleine Spende, versteht sich. Selbstverständlich doch. Und in diesem Kontext möchte ich auch gleich noch die hochgepriesenen und ihresgleichen suchenden Fähigkeiten der Akademie in Anspruch nehmen, ob des großen und gefährlichen Kampfes, der vor uns liegt. Ihr seid die Meister der Artefakte. Und was könnte ich anderes, als von dieser einzigartigen Fähigkeit Gebrauch zu machen? Selbstverständlich natürlich hat alles seinen Preis, wie mir bewusst ist. Du Sohn der Gefahr, wir werden euren Kampf selbstverständlich unterstützen mit unseren Artefakten. Sie haben alle einen Preis, wie ihr schon sagtet, aber in solchen Zeiten, wo das Weltenende naht, ist jedes Artefakt an der richtigen Zeit nochmal etwas mehr wert, möchte man meinen. Viele unserer Artefakte müssen einzeln hergestellt werden. Jeder Mann, der es sich leisten kann, kauft dieser Tage welche. Gerade mit der blutigen See vor der Tür, die Preise sind leicht erhöht. Leicht. Oh, so eine Umsicht. Dies ist mir bewusst. Für euch machen wir einen Sonderpreis. Für die Familie. Nun, nichts anderes kann ich erwarten, aber dankbar muss ich ablehnen. Würde es doch meine Ehre verletzen, wenn ihr mir mit den Preisen derart entgegenkommt. Bla, 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 bla. Okay. Ich würde gerne Folgendes anfertigen lassen. Ja. Zum einen ein Matrixgeber Wellenlauf-Artefakt für meinen Reitstrauß. Okay, Ein Fußband oder etwas ähnliches und die beiden Ringe aus Zwergengold, die ich angefertigt habe, würde ich gerne zu einem Artefakt machen, nämlich ein transversales Artefakt, das in die Person, die den einen Ring trägt, von, sagen wir, Distanz Selem nach Kunchom zurück teleportiert. Aktiviert wird das Ganze über den anderen Ring, und zwar, wenn der andere Ring dreimal geküsst wird. Naja, das kannst du vergessen. Ich weiß nicht, das ist Kadil Okarim, der Mann, der Artefakte anfertigen kann. Ja, aber wie gut kann er den Transversales? Der kann den für dich lernen, aber das kostet. Müsste ich im Forum ausrechnen. Alles klar.
Den kann also, ja auch wer anders einsprechen. Also im Prinzip, Kadir Okerim kann jedes Artefakt bauen, wenn es denn irgendwie in der Zauberwerkstatt möglich ist. Mhm. Und mit dem Transversalis durch Halb Aventurien, das geht. Zumindest nach DSA 4.1 Regeln, nach 5 Regeln dafür nicht. Brauchst du ihn halt nur irgendwie auf 22 oder so, damit du entsprechend darauf modifizieren kannst. Es geht, ja. Du hast doch Freunde in Belhanka. Vielleicht ist einer in der Stadt. Genau, das wäre dann die nächste Überlegung, ob wir einfach jemanden aus Belhanka. Also Kadir Okerim. Du kannst natürlich mit ASB aufwiegen. Nur ASB im Artefakt. Kadir Okerim kann das, aber das hat alles seinen Preis. Natürlich. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber nichts ist mir zu teuer für dieses Artefakt. Das ist ein Ring oder beide, die das können? Nein, der eine ist der Auslöser. Okay, also das heißt, du küsst den Ring dreimal und Angroschminia wird nach wegteleportiert. Ganz genau. Okay. Das ist mein, ich rette sie. In der Hoffnung, dass Kunchum dann das Sterben überlebt. Auf jeden Fall. Zumindest die Flutwelle, die dann anrollt. Dann aber vielleicht lieber Unau, oder? Also Unau, ja. Unau kriegt Kadir Okerim nicht hin, aber nee. Von Seele okay, nach Kunchum das kriegt er. Einigen wir uns in der Mitte auf Mehrwert. Ah, er kann sie auch nach oben in die Gore-Wüste, das geht auch. Das scheint mir ihre Überlebenschancen nicht zu erhöhen. Nein, kein Stück. Sturm oder was? Gorische Wüste. Nein, also ich vertraue Kadir Okerim da schon, dass er... Der bekommt das hin. Ja, ich muss das Forum ausrechnen, aber es geht schon. Alles gut, perfekt. Cool. Ich habe ein Budget von 10.000 Dukaten für beide Artefakte. Das dürfte reichen. Ich bin also gespannt auf die Nebenwirkungen, aber ansonsten müsste das gehen. Ja, also die Okkupationsproben müssen wir halt auch mal reingucken, ne? Kann halt sein, dass ein Dämon. Okkupation, weil die kannst du dir ja erschweren. So ist jetzt nicht. Wir machen das im Forum. Also, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie da die erschweren es wird und so, aber ja, gut. Wie gesagt, deshalb habe ich ja auch direkt mit ihm gesprochen, weil wenn einer, dann er. Ja, also die anderen, da musst du gar nicht erst anfangen, aber er kann. Ne, klar, das weiß ich. Gut, das war es auch eigentlich schon, was ich da wollte. Und dann würde ich halt meinen bescheidenen Beitrag zur Unterstützung der Akademie leisten und dann in den Archiven nach dem Phänomen suchen, also Bibliotheksrecherche betreiben. Ja, ich bin jetzt auch gerade ein bisschen überfragt, was Kunchum von Heskatet weiß, aber ich glaube, du wirst vor allem in diesen Archiven nichts finden, weil das einfach, also das ist das falsche Metier. Dann vielleicht im Tempel der Schlange, wo Abelmir nach einiger Suche auf Hieradiel ibn Sind al-Uruh-Achin trifft, den Eminenzwissensbewahrer oder Erzwissensbewahrer vom Tempel der magischen Schlange. Ja. Ihr könnt mir sicher helfen. Das, euer Hochwürden. Wenn es jemand kann, dann ich. Was habt ihr schon einmal von einem grünen Mond gehört? Die Geschichten von grünen Monden existieren. Im Zusammenhang mit einem versunkenen Kontinent, Lamaria. Die Heimer Mujim erzählen das ein oder andere Märchen. Das stimmt wohl, ja. Könnt ihr mir die Bücher zeigen und vor allen Dingen ich möchte etwas erfahren über die Herren der Feuer von Chasnabar. Nun, viele Bücher dazu wirst du wohl nicht finden, gerade hier in Kunchum. Wir sind die Heime Mujim, die am Straßenrand sitzen und die Geschichten erzählen und von Mann zu Mann tragen oder von Frau zu Frau. Aber ihr besitzt doch Schriften aus uralter Zeit. Ich hatte gehofft, hier Erleuchtung zu finden auf dieses Rätsel. Würfel mal eine Überredenprobe. Okay.